Mein Name ist Maria Ivanova-Bieg und ich bin Assistenzprofessorin am Vienna Institute for Archaeological Science der Universität Wien. Als Kind wollte ich Großkatzen in Afrika erforschen und ich wollte bedrohte Tierarten vor dem Aussterben bewahren. Aber ich habe dann festgestellt, dass alte, schon längst nicht existierende Kulturen viel faszinierender sind. Also ich beschäftige mich mit den frühesten bäuerlichen Gesellschaften in Europa. Die wichtigsten Kulturpflanzen und Haustiere wurden in Südwestasien vor etwa 10.000 Jahren domestiziert. Und von dort breiteten sich Bauerngruppen mit ihren domestizierten Pflanzen und Tieren aus nach Europa in Zonen, die zunehmend sich von ihrer Heimat unterscheiden. Und ich untersuche, wie sich diese Ausbreitung der Landwirtschaft auf die Lebensbedingungen von Menschen, Tieren und Pflanzen ausgewirkt hat. Wir untersuchen Fragmente von keramischen Gefäßen auf organischen Rückständen. Diese Rückstände sind nicht an der Oberfläche sichtbar, sondern es sind Rückstände auf molekularem Niveau, die innerhalb der Keramik erhalten geblieben sind. Und sie geben uns natürlich Informationen, was in diesen Gefäßen gekocht wurde, aber das ist nicht das Interessanteste, sondern wenn wir große Mengen an Proben haben, ganze Serien von verschiedenen Fundorten und Zeiten, können wir Veränderungen im Laufe der Zeit in der Subsistenz, in der Lebensweise, in der Nutzung der Tiere und Pflanzen rekonstruieren. Ich bin noch nicht so lange in Wien. Zurzeit gehe ich einfach sehr gerne durch die Stadt und schaue mir alles an. Es ist alles neu und das meiste ist unbekannt. Es ist sehr schwierig, eine Grenze zwischen Privatleben und Beruf zu ziehen. Die Übergänge sind fließend und immer wenn ich unterwegs bin, beobachte ich die Welt mit den Augen der Archäologin.